Watch out, little bitch, I'm jugging. Dissect your head if your hand in my put, and put two in your man if your man keep a looking. Act like a poopy, your bitch get tooken. I'm not the type to go fuck with them niggas, who fuck with them niggas, who stay on some fish. Oh, youngin' trapping out the bando, from the ceiling fan to the damn floor, trying to stack my money up, cause that's the only way we can go. Tell my mama that I'm okay, see the money coming through the doorway. Got a bad bitch with a lot of money, that's foreplay. Okay,
So, schönen Freitag wünsche ich euch allen. Hier bei mir auf dem Kanal. Ein bisschen Race Room, ein bisschen testen, ein bisschen üben mit dem BMW. Los geht's gleich. Spaß. So, jetzt sind wir im Spiel hier drin. Schalten wir das Ganze hier für mich auf groß, dass ich auch was sehe. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Und klein ist kein Thema. Ich denke mal, der Sound passt so einigermaßen. Machen wir die Gegenprobe noch, also nicht erschrecken, wenn er noch. Oh. Probe gerade gemacht. Also Sound passt, das gefällt mir. Okay, dann steige ich mal in meinen Rennsitz. Ja, also nicht erschrecken, ich gesagt, muss das Mikro auf ein bisschen drehen. So, da sind wir auch schon wieder. Mein Rennstuhl. Sind wir gleich so weit. So, machen wir einen Sound für euch noch an. Wenn ihr nämlich auch was mitbekommt. Mir mal gucken. Ganz so wird. Wie gesagt, habe schon ein bisschen Zeiten gefahren. Aber das ist natürlich nicht viel. Sondern hier noch ein bisschen mehr Fahrzeug holen. Wenn ihr mir Tipps geben könnt, was ich an diesem Fahrzeug noch verändern kann, dass ich schneller werde von den Einstellungen her. Wäre mir ganz recht. Wie gesagt, vor allem im Augenblick. Ein, zwei Sachen habe ich verändert. Aber gucken wir mal. Ja? Hier nochmal die Soundprobe. Jetzt gerade vom Server geschmissen oder was? Also gehen wir noch mal rein, nehmen wir mal mein Fahrzeug hier. Wenn ihr was habt, schreibt es gern unten in die Kommentare. Ich sehe es. So. Das Ganze halt nochmal. Dann schauen wir mal. Ging tut er natürlich echt gut. Irgendwie haben sie was am Sound gedreht, weil irgendwie hat sich der Verbritzen nicht so gut angehört. Hab noch eine Nachtblick bekommen, zwecks den. Und da fährt auch schon jemand. Noch mal die Box hier, dass man hier keinen behindern.
oder ich gehe. Einer, der mit mir hier in der Klasse fährt, hat natürlich weitaus bessere Zeiten wie ich. Natürlich jetzt nicht so motivierend zum Teil, aber man kann nur lernen. Wie gesagt, neues Setup. Beziehungsweise hier komplett wieder, ist vor kurzem wieder in den Rennsessel gestiegen. Auch ein neues Lenkrad und wie gesagt, Race Room ist für mich auch ganz neu. Oh, Alter. Von daher müssen wir das hier schauen. Zolder bin ich bis vor kurzem noch gar nicht gefahren. War im Augenblick auch noch mit dem Standard-Lenkrad. Was aus der E500 RS dabei ist, aber das soll irgendwann weichen. Ich bin am Überlegen, einen Open Wheeler zu holen. Was ich jetzt so gelesen habe und gehört habe, weil die Entscheidung ist, ein Open Wheeler und F1 Lenkrad sind doch eh die Leute lieber für Open Wheeler. Weil das F1 eigentlich wirklich nur teilweise für F1 ist. So. Das hat meine Zeiten auch verbessert. Wie gesagt, Lenkrad-Einstellungen muss ich nochmal umändern, alles. Weil aus Feedback und alles so, was dazugehört. Alles noch auf meine Sachen hier ändern müssen. Und ich fahre im Augenblick mit Automatik. Weil Schaltung dem jetzt sich dann noch nicht ich dann noch nicht so fit bin. Auto liegt echt gut eigentlich. Merkst klar in den Kurven, wenn du so schnell brickst, dass das Heck ausbricht. Aber auch relativ wenig im Tank. Ich dachte, das sind bei uns eigentlich hier die Quali-Zeiten. Schauen und Ding ist eigentlich nicht so toll. Es ist hier eigentlich eins der Abschnitte, wo du halt wirklich echt gut Zeit verlieren kannst. Mein Ziel ist erstmal eine Zeit. Fahren. Drei. Wenn du schon zu früh am Gas bist, ist das schon ein Problem. Ecktriebler.
bestimmt auch noch später bremsen. Boah. Ah, bin schon viel zu langsam. Muss mir jetzt wieder eingrufen. Wann es dann losgeht mit dem Rennen, kriege ich die Sache auch noch gesagt. Das ist unterschiedlich. Kurzfristig entschieden. Sechs Sekunden sind schon hartes Brot. Geht auch schneller, man sieht ja, also wenn die Reifen warm werden, dann klappt das so langsam. Ich brauche nur die falschen Schuhe an. Rocks fährt es nicht so toll eigentlich. Mal da langsam hin, wo wir hin wollen. Du musst schon aufpassen, dass du nicht wegschmeißt in der Kurve. Nein, Zeiten drücken schon, aber das ist alles so. Bin noch nicht zufrieden. Ist das leer? Ich der Quersteher. Hab auf den Stempel und gib ihm. Jetzt wird besser genommen. Komme ich auch gut aus der Kurve raus. Das ist immer ein bisschen hakelig. Treibt es mir ganz schön aus. Aber geht noch.
55-2. Schauen wir mal, ob wir eine Runde noch hinbekommen. Ich glaube, ich lasse es. Man versucht natürlich hier immer und immer wieder selbst zu schlagen. Immer ans Limit zu gehen. Ja, jetzt merkt man schon, ist der Sprit leer. Ja, ich hab keinen Vortrieb mehr. Scheiße. Na, wir schauen, dass wir in die Box kommen. Okay. Ja, es fällt mir das Handy noch runter. Ja, moin. Ja. So, einen wunderschönen guten Tag hier in den Chat. Schön, dass er mitschaut, vorbeischaut. Kleine Runde Race Room Training. Ich muss meine Zeit nur hier mal. Ja, das ist. Jetzt. Ich will es jetzt gerade nicht. Na gut. Noch immer.
Also weit. Was? Echt jetzt? Ach, Zottel, das könntest du mir auch früher sagen. Dann ist halt hier von Ding was gelegt. Ja, das passt ja wieder super zusammen hier. Gleich ändern. War doch auf unserem Server. Warte mal, ich zeig's dir gleich. So, mal noch mal zurück und schauen wir uns das Ganze hier an. Geh doch drauf. Ja, keine Ahnung, was ich da hier gedacht. Kommst du weg? Total, kommst du etwas? Trainieren. Groß machen. So, nee, nee, ich bin schon die ganze Zeit hier gefahren. Oh, dann habe ich es noch falsch benannt. Ja, ich bräuchte mal so einen Aufbaugegner, dem ich hinterherheizen könnte.
Abend. Abends sind die anderen wieder da. Hauptschwindig in der Rennschutzsattel. So, normalerweise habe ich auch noch den Crew Chief an, wo ein bisschen hilft und noch einige Einstellungen. So, schade. Ich muss unbedingt noch ein wenig Zeit finden, Zottel. Die 55275, was ich gerade gefahren bin, was man ja gut im Stream gesehen hat, bisschen wenig. 54 möchte ich schon fahren. Ja, das ist schön. Du hast ja bestimmt auch ein paar Einstellungen für das Fahrzeug, oder? Ja, was mich halt ein wenig stört, ist, dass ich den Reifendruck nicht anpassen kann. Was? Du kannst Standard 50er fahren? Ich kann Standard keine 50er fahren. So, warte mal, Traktion. Stimmt, da war ja was. Umstellen. Irgendwie hat bei mir belegt. Irgendwie habe ich das bei mir belegt. Gerade muss ich noch mal belegen irgendwie. Kann ich die scheiß Belegung wieder ändern? Da. Traktionskontrolle. Aber nicht an. Auch keine Bremse. Nimmt er mir das nicht. Wo nimmt er mir das jetzt hier nicht an? Würde er gern.
Also das ist automatisch. Das passt. Geh die Tasten nicht an. Wieso nimm dem Gottl Hilfe. Und nimmt der mir die Tasten hier. Deswegen meine Redaktionskontrolle hier nicht ändern. Gehen wir nochmal aus dem Spiel raus, dann ändern wir ganz im Spiel das draußen. Einstellungen, Spieleinstellungen, Änderung. Muss ich hier irgendwo bestätigen? Ich schön, dass er zuschaut, Jungs. Eine Testfahrt hier. Ja, du musst mir nochmal helfen. Warum das jetzt nicht hier funktioniert? Ah, jetzt haben wir einen Foto gemacht. Ja, das ist toll. Schauen wir nochmal. Bremse nimmt er an. Aber meine Traktionskontrolle nicht. Oder nimmt er das nur im Fahrbetrieb auf? Ich nicht. Geht alles. Was mal anders? Wenn wir das mal über Baba. Sonst kommt. Annimmt. Bisschen doof gerade. Egal auf welche Tastenbelegung ich das mache.
Kein komisch, weil ich könnte auch bessere Zeiten fahren vielleicht. Bremse kann ich verändern, das funktioniert wunderbar. Links schauen, vorwärts schauen, rückwärts schauen. Kann ich alles verändern. So. Was dann macht. Lässt mich die Traktion kontrollieren umstellen. Geht nicht. Sattler musste mal schauen, da stimmt irgendwas nicht mit der Einstellung, weil irgendwie vom Server her. Vielleicht, weil es geht nicht. Kann alles machen. Kann die Pasten ja belegen, aber. Ja, was anderes noch aus. Testen wir mal. Zurück. Nehmen wir das hier mal. Was denn? Einer links, rechts, links. Dann machen wir ein Ziegelspiel. End. Schauen wir da noch. Aber ich will jetzt wissen, ob das da funktioniert. Okay. Wie verabschiedet? Daran gelegt, dass es nicht ändern konnte. Starten wir es halt nochmal neu. Ja. So.
wir jetzt einfach mal im Gameplay. Schauen wir uns das Ganze mal an. Bremse geht. Kann ich auch nicht um. Was ist das denn für ein Käse? Oh. Ja, zeigt's mir unten an. Da oben nicht. Was denn? Radio check, check. Radio check. Ja, wenn nicht, dann geht's halt einfach nicht. Dann fahren wir einfach so. Hilft mir jetzt auch nichts. Fürs Rennen und fürs Top-Golf einfach scheiße, aber. Was wollen wir machen, ne? Hilft nichts. Nur einen wunderschönen Mittag und schönen Freitag an euch allen da draußen. Ich hoffe, euch geht's gut. So. Mal nochmal, entweder klappt. Ist ungültig. Rex ist da irgendwo. Ich weiß nicht. Pit Lane Speed Limit is 60 km per hour. Jo. Alles klar, Crew Chief. Da habe ich auch mal eine Anzeige drin, wenn jemand kommen sollte. Das ist das hier, was unter der Scheibe ist. Und dann seht ihr auch, was ich, wie ich Skats aufziehe. Welcher Gang. Meine Zeit noch mal fertigen oder verbessern. Habe ich gebremst? Bin hier auf einem speziellen Trainingsserver hier von unserer Liga. Also, ich kann es nicht verändern. Ich kann die Traktionskontrolle nicht verändern. Geht nicht. Bremse nicht, Traktionskontrolle nicht. Ich würde es gerne ändern, aber das Spiel lässt mich nicht. Ja, Einstellung, es geht nicht über die Einstellung. Funktioniert nicht. Ich habe die Tasten belegt, aber er lässt es mir nicht. Er ändert es mir nicht um.
Habe ich gerade gemacht. Habe ich gemacht, aber er lässt mich nicht ändern. Ja, aber auf die Pfeiltasten habe ich vor, hinten, links, rechts. Ich will nicht auf die Pfeiltasten legen. Ich würde es halt gerne auf Viereck und Ding legen, Viereck und Kreis. Was ist das zu tun? Auf die Pfeiltasten. Nochmal. Option, Steuerungseinstellung, Steuerungsänderung, Traktionskontrolle, beliebige Tasten ist nach vorne, hinten nach unten. So. Ich bin gespannt. Das funktioniert. Ich bin noch nicht sicher. Ja, habe ich belegt. Funktioniert nicht. Kann es nicht ändern. Geht nicht, ich kann es nicht ändern. Funktioniert nicht. Also wie mit der Bremse, da kann sie nicht verändern. Welchen? Den rechts? Ja, warum kann ich die Bremse? Es ging doch alles vor kurzem noch. Ach, Bremse ist fest, okay. Ja, aber das mit dem Ding muss doch funktionieren. Traktionskontrolle. Wieso kann ich die... Ich kann sie ändern, aber ist egal. Ich kann sie nicht so irgendwo hinlegen. Oder habt ihr die auch festgemacht, die Traktionskontrolle? Dann erklär es mir, du hast ja quasi das gleiche Lenkrad wie ich. Wo liegt der Fehler? 500er. Ist ja vom Prinzip her fast das gleiche. You've got 10 minutes of fuel remaining. Ich sag, würde gern wissen, warum es nicht funktioniert. Ja, ich weiß, aber es geht nicht. Weißt du, er zeigt es mir ja schon gar nicht an, wie bei der Bremse, dass da was belegt wäre. Nee.
Reich, lass mich die Runde schnell zu Ende fahren. Runde wird eh scheiße. Oder es ist zu leicht gerade. So, Spieleinstellungen. Aktionskontrolle ist ja aus. Muss die an sein? Werkseitig das vielleicht. Das kann. Nein. Alex, vielen, vielen Dank für deinen Twitch Prime Sub. Danke dir. So, und wo ist es jetzt vom Spiegel? Virtueller Spiegel an, da. Ich brauche mal einen Rückspiegel. Schau mal. Ah, jetzt hat er. Ich glaube, da war das Problem. So. Aber einen Spiegel brauche ich, das hilft alles nichts. Es war an der Traktionskontrolle gelegen, dass ich sie ausgeschaltet habe. Danke dir, Alex. Schön, dass du zuschaust. Schön, dass du da bist. So. Ja, ich nehme den. Ich brauche das. Ich auch im Hintergrund sehen kann. So, halt muss ich noch umändern. Dann können wir jetzt endlich mal anfangen. Option Spieler. Dann schauen wir mal, ob das mit 3 besser wird. So Alex, schau mal, du stehst unten drin bei mir als letzter Subscriber. Alter, kommt hier nicht aus dem Quark, ey. Gottes Willen.
Zampfer ist es gerade, größte Bockmist. So. Den konzentrieren hier. Dann ziehen wir mal auf hier. Mal schauen, ob das von der Traktionskontrolle so passt. Da habe ich mich dann noch ein wenig. Da habe ich dann noch irgendwas verändern muss von der Traktionskontrolle, weiß ich nicht. Jetzt wollen wir mal ein paar Runden fahren und dann. Ja, ja, klar. Hab's ja ausgehabt. Deswegen muss ich mich ja dahin tasten, bitte. Ich hab's jetzt auf 3 gestellt. Ja klar, es kommt schon weniger, das gebe ich dir recht. Dafür spart er ja auch. Was? 1 ist aus, oder? Sechs ist aus. Okay, alles gut. Sector 2 time is good. Your left front's hot. You've used half your fuel. Ich bin langsamer. Gesetzt zumindest.
Ich weiß, dass meine Linie kacke ist. Fetch. Was denkst du, warum ich üb? Sector 2 time is okay. Oh, Besen und Dings. Ja, schauen wir mal. Oh, zwischen Lesen und Dings ist das immer scheiße. Irgendwas passiert mit dem Auto nicht, ist einfach zu instabil. That lap was a 158.5. Very little fuel left. Coming to the pits at the end of this lap. Box this lap. Sector 3 is 2.8. Off your best. Da macht Traktion zu, die Traktionskontrolle auf 4 gestellt. Das ist wieder ein Zottel. Okay. Sector 1 is 0.9. Slower than your best. You're cooking your left front tire. Liters remaining. He's sector 2 time is quick. Ja, jetzt fahren wir in die Box. Dann starten wir den Angriff. Look out for the pit speed limit. Muss ich das irgendwo bestätigen? Oder macht er das alles so, wie es ist? Macht man den Kübel dann voll? So Sprit will ich noch gar nicht haben. Hä? Was? Mal zu sehen. Zum Bögen Boxentopf. Da habe ich auf jeden Fall wieder 11 Liter drin. Ja, yeah, macht mir die Bude ja dann voll. Ich gar nicht.
Was sind Runde 15? Okay. Hallo, schönes Foto gemacht. We're seeing lots of front locking. Freitag. Wäre auch so ein paar andere Zeiten wie ich. Ich sag mal, schnellstes war jetzt 55275. Muss ich aber noch reinschreiben. Jo, alles klar, Zettel, schön, dass du da warst. Bis denn. War ja nur die Einführungsrunde. Oh, bleib stehen. Der dritte Gang ist nicht gut übersetzt. Ah. Ganz schön viel Zeit verloren, die Zahlen der Kurve. Sector 1 is quick. Einiges gut gemacht jetzt. Da wird der Zeit verloren. Es geht noch. Nein, schmeiß es wieder weg. Ich Idiot, jetzt schmeiß es wieder weg. Time was
56.3. Sector 3 is 0.9. Off your best. Servus, Parker. Wie geht's dir? Ja, soweit. Danke für dein Follow. Nur, dass ich hier im Augenblick keine vernünftigen Zeiten mitbringe, eigentlich relativ gut. Your left front tire is running hot. Sector 1 time's okay. Was verschlägt dich auf meinen Kanal, wenn ich fragen darf? Schön, dass du zu meinem Kanal gefunden hast, echt. Oh, schon wieder so viel Zeit verloren, ey. Your lap time was 155.9. Good lap. That's your quickest so far. We estimate you've got 5 minutes of fuel remaining. Immer eine vernünftige Runde zaubern. Ich bräuchte unbedingt noch mal ein Setup für den Kübel hier. Vernünftiges. Parker, hast du unbedingt ein Setup für das Auto hier? Sector 1 time is good. Unbedingt ein Setup hier für das Auto. Time was 155.1. Bis jetzt. We're running on fumes, mate. In this lap, box this lap. Aber ich bin hier 54 am. Es ist doch alles grausam hier. Nicht schnell. Die Zeiten sind schon mal besser. Bin immer noch nicht zufrieden hier. Ja?
Marga, zockst du auch Race Room? Of fuel remaining. Kann ich eigentlich viel schneller rein? Weniger? Und dann schneller. Leute, Leute. Ja, durch die Traktionskontrolle, dass ich jetzt runtergestellt habe. Ja. Muss ich natürlich mehr aufpassen, weil das Auto mehr. Er will. Aber ich finde, mit weniger Traktionskontrolle bin ich schneller. Langsamer vor, es gibt sogar nicht.
ich habe ein Problem jetzt. Miss Lenkert auf der Vorderachse weich wird. Muss nochmal umstellen gleich. Sprich beim Einfahren. In die Kurve. Ist mir zu weich. Durch habe ich das Problem. Dass ich da Auto verliere. Dass es mir zu weich wird. Also ich muss mein Force Feedback für mich stärker stellen. You've just done a 156.3. Sector 3 times okay. So im machbaren Bereich. Das geht ja auch gut. Die Kurve macht mir echt Kopfzerbrechen. Bleibt ungefähr gleich, das passt schon so. Ah, natürlich voll verbremst hier. Ey, das ist ja. Steuerung. Es ist hier wirklich nicht viel, aber das hilft manchmal schon. Nein. Mal gucken. 44er Zeit würde zu knacken sein. Das lenkt so ein bisschen mit mehr Gegendruck an. Für mein Gefühl besser. Bis ihr natürlich hier auf Zahnfahrt nicht sollte. Ja, Auto ist für mich stabiler. Besser. Jetzt vielleicht auch mal einen Punkt gefunden, wo ich verbremsen kann. Zu weit angefahren. Merkt man auch, scheiße aus der Kurve gekommen. Aber es ist ja Anführungsrunde. Auch zu spät erwischt hier für die Kurve. Nachgelenkt auch scheiße. Dann schauen wir mal.
bremst. Zu spät. Bremspunkt verpasst. Frischer Marsch. Voll verratzt. Schau Sekunde weg, aber macht nichts. Da auch zu weit raus. Sector 1 is 1.7 seconds. Slower than your best. Die Sekunde holt es natürlich auch eh nicht mehr auf dann. No. Sector 2 time is good. Ja, schau mal. Irgendwann muss ich sie auch klappen. That was 157.7. You're currently 2.5 seconds off your best. Alles im Grenzbereich. Ist okay. Sektor 1 ist viel zu früh. Doch wieder was aufgeholt. Und da verbremse ich mich. Meine Fresse. Ach, komm. The engine's toast, mate. You're gonna have to wait for a tow. Gehen wir es nochmal, wenn dann müssen wir es heute Abend nochmal probieren. Ah, kann er ja von selber aus unterschalten, aber es macht er nicht. Got 10 minutes of fuel remaining. Ja, das macht er.
Auf geht's. Sector 1 is a tenth off your best. Alter. 54.1. Sector 3 time is quick. Jetzt nicht gedacht, ey. So weit raus, so weit raus. Your left front is hot. Sector 1 is 0.6. Ah, ich weiß das mal, linker Reifen. Weiß es. Möchte sich seinen Fahrer an. Ja, da habe ich unglaublich viel Zeit. Alles wird zerkackt, aber da ist sogar noch für mich eine 53 gedrückt. Oh. Das war's quasi jetzt mit Training. Nächstes Mal wieder mal den Arbeitsplatz. So, Freunde. Das war so eine kleine Race Room Trainingssession hier. Ganz cool, dass ihr dabei wart. Zahlreich erschienen bei meinem Versuch, hier ein bisschen Zeit in den Asphalt zu fahren. Rennen würde ich nicht sagen.
Aber es passt schon. Ich komme langsam dorthin, wo ich will. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach einen Daumen da. Ja, einfach quasi drücken. Ja, auch. Amazon, Twitch Prime. Horten. Alles kann. Weil da sieht man sich vielleicht heute Abend noch. Vielen, vielen Dank und ich bin erstmal raus. Bis die Tage. Tschö, mit Ö.